Ich laufe nur im Kreis, stimmt's? Die sind alle korrumpiert. Leben könnte so schön sein. Hi. Au, 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 au. Au, au, au. Böse. Böse Maschine. Böse. Nicht in die Luft fliegen. Das wissen wir bereits, January. Wir waren schon hier. Fuck, Alex, Mann. Wirklich. Was für ein Schweinehund. Aber wenn er die Keycard für seine private Fluchtkapsel hat, was zur Hölle will er dann noch hier? Alles klar. January! Alter, Digga, krieg das nicht in falschen Hals, Mann. Das war nicht so gemeint. Ich wollte mir nur alle Möglichkeiten offen halten. Morgan, that operator was an earlier defective model. Or something worse. Alex, the Typhon, they're all working against you. Trust yourself. Trust the video you made. We need to get the arming keys and destroy Talos 1 before it's too late. Klar, Mann. Ich hab für keine Sekunde an dir gezweifelt, Alter. Du und ich. Wir regeln das. Ich schaue hier nur kurz mal nach, was er so hier bei hat. Ups. You might need this 5744M. M? Wie Morgan? Jeder kann ein verdammtes M schreiben. Morgan könnte alles heißen. Michael! Did you find something interesting? Ja, fick dich. Alex, Office Safe. Eventuell muss ich noch einen kleinen Umweg machen, Alter. Ich hoffe, du blitzdingst mich jetzt nicht. Head to deep storage. The more you see of Talos 1, the more you'll understand why you made the decision to destroy everything, if it's not obvious already. Nein, ehrlich gesagt, ist es nicht obvious, warum ich hier alles in die Luft jagen will. Oh, das war viel Weg. Das war viel Dramatik. Bin gar nicht so undankbar für eine kleine Ladesequenz, wo man mal so ein bisschen reflektieren können darüber, was zur Hölle gerade passiert ist. Besteht die Möglichkeit, dass während meiner Erinnerungslöcher, unserer Erinnerungslöcher, wir immer wieder versucht haben, verschiedene Lösungen zu finden? Eine war eben January, die andere war December. December war eben eine Vorversion, wo wir noch gedacht hätten, wir hauen ab. Und informieren jemanden auf der Erde darüber, was hier oben abgeht. Bis wir festgestellt haben, dass hier ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass es nichts mehr bringt, es irgendjemandem zu sagen und wir letzten Endes alles in die Luft jagen will, woraus dann Plan January geworden ist. Was ist dann allerdings mit Februar? März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November? Nicht auf den Laptop, Katze. Wir wissen beide, dass du nur wieder Tasten aus der Tastatur rausziehst. Nein, 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 nein.
Ich frag mich tatsächlich, wie viele von diesen fliegenden kleinen Freunden von uns, die wir selber programmiert haben, wir noch begegnen werden. Und natürlich muss unser lieber Bruder Alex auch noch irgendwo einen Masterplan rumfahren haben. Denn er dümpelt ja immer noch irgendwo rum. Und der Masterplan, der ist bestimmt auf einer handgeschriebenen Notiz in seinem Tresor, wo wir jetzt so praktischerweise die Kombination für haben. Wo auch immer jetzt sein Büro ist. Okay, ich mag mich nicht so anhören, aber ich habe tatsächlich Spaß. Es ist saugut gemacht. Es ist wirklich klasse. Es treibt mich nur so ein bisschen die Wände hoch. Okay, Missionsziele bitte. Human Resources, wollt ihr aber unbedingt wissen, oder? Multiple Objectives. Sieht nicht so aus, als wäre hier noch irgendwas für uns zu holen. Spannend, dass Alex und unser Büro nicht auf demselben Stockwerk ist, nachdem wir hier ja President und Vice President sind. Und hier die absoluten Obergurus. Nach dieser kleinen Detour, nach diesem kleinen Umweg, jetzt wieder zurück zum Hauptstory-Strang. Und einer weiteren Ladesequenz. Junge, Junge, Junge. Nebenbei ist es Gamescom. Ich habe gehört, dass DayZ endlich in die Beta geht. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Kommt sogar mit einer komplett neuen Engine. Unfassbar, dass sie das tatsächlich noch weiterentwickeln. Ich habe wirklich gedacht, die haben das irgendwann über Bord geworfen und lassen das irgendwann in einem Prä-Alpha-Zustand einfach rumliegen. Ich behaupte, deren Zug ist abgefahren. Da kommt nichts mehr. Au, Katze. Der ganze DayZ-Hype um dieses Survival-Ding ist untergegangen. Jetzt gibt's die großen Battle Royale-Spiele. Natürlich hier PlayerUnknown's Battleground. Aber auch The Culling. Und H1Z1. Das gibt's wohl auch noch. Da machen sie noch weiter. Auch wenn die den Zombie-Modus auch über Bord geworfen haben und jetzt nur noch hier Battle Royale machen. Was haben wir noch? Arma 3 Exile. Ist eine Mod für Arma 3. Die im Prinzip funktioniert wie DayZ, aber auch so ein bisschen verlassen wurde. Von der Community, nachdem DayZ durchgestartet ist in der Standalone. Und genauso schnell hat der Hype eben wieder aufgehört. Katze, ich brauche meine zweite Hand wieder. Aua! Aua! Du Verrückte! Jetzt ist gut. Hau! So. Ich meine, dass ich hier noch ein Phantom rumstehen hatte. Sogar zwei, wenn ich ganz ehrlich bin. Meine Ma. Ah! Wenn man vom Teufel spricht. Du drehst dich garantiert gleich um und ich bin. Perfekt.
Das ist nicht dein beschissener Ernst. Das kann nicht dein beschissener Ernst sein. Ja, absolut, hundertprozentig ist das das, was passieren wird. Ah, ist klar, Mann. Hallo, do you fucking mind? Da nicht reinzugehen, sondern mich zuerst. Ja, alles klar, gutes Gespräch. Au, 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 au. Ja. Ja, vielleicht hilfst du mir mehr als dein selbstmordgefährdeter Bruder von gerade. Da ist schon wieder einer. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Guck mal, vielleicht bist du tatsächlich mal hilfreich. Guck mal, hier hat noch Zeugs rum. Scanning. Neuroimaging shows your psychoactive potential is at or near peak level. Nein, ich kann noch 50 mehr vertragen. Gönn mir! Ich krieg das hin. Okay. Ich wollte eigentlich noch in mein Büro hoch und den Recycler anwerfen und ein paar Medikits herstellen. Ich Trottel! Sag mir noch sowas! Erinnert mich doch an sowas! Scheiße. Wie sehen wir aus? Ein Medikit. Ein Medikit. Wird spannend. Hallo. Wie geht's euch? What the fuck? Boop, boop, boop. Ah, es sollte immer so einfach sein. Medikit. Anti-Red haben wir auch noch rumfahren. Okay, schön. Oh, ich hätte gern so ein Safe, wo ich das ganze Zeugs reinstecken kann, wisst ihr? Dann müsste ich hier nicht immer mit einem bumsvollen Inventar rumlaufen. Und dann hätte ich vielleicht auch nicht die Taschen voller Organe. Material Extraction, da waren wir schon. Oh, das waren die fetzigen Geschütztürme hier. Gute Geschütztürme. Eradicator Auto Turrets. Transtar's last ditch defense against an outbreak. Flimsy. But they're easy to fabricate. Best part is the built-in psychoscope tech. They can discriminate between alien and human targets. Shouldn't be a problem for you, since you're not an alien. Was auch der Grund ist, warum ich keine Alien-DNA in mich reinstecken möchte. Ups. Und Ladezeit. Hashtag läuft bei uns. Wir gehen tatsächlich die Gesprächsthemen für diese Ladezeiten aus. Nein, ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich hier zu sagen soll. Okay.
Das macht ja alles schon mal Mut. Boop! Okay. Zero Gravity Transition. Ja. Ist das cool. Oh, Barry. Eric. Wie komme ich jetzt auf Barry? Gott. Assigned here, I would expect Typhon presence to be minimal as well. But that's probably a bad assumption. Hat noch irgendjemand extreme Vibes vom ersten Crisis? Danke! Ich meine, letzten Endes wollten wir die Bude wohl in die Luft jagen, weil... Also, es sei denn, Dezember hatte noch irgendein hartes Ass im Ärmel, aber es wird wohl drauf rauslaufen, dass wir die ganze Bude in die Luft jagen. Auch wenn ich January überhaupt nicht vertraue, aber momentan fällt mir keine andere Möglichkeit ein. Und ich will mir nicht unbedingt vorstellen, was passiert, wenn die Typhons die Erde erreichen. Würde ich ehrlich gesagt ganz, ganz vermeiden. Meine, gut, dazwischen haben wir noch die eine oder andere Sache zu erledigen, wie... Brudermord. Mit einer Rohrzange. Holy fucking shit. What the fuck? Da bin ich ja geschützt um mir rum. Boop. Okay. Safe. Monitor Station. Ich werd hart motion sick von der Scheiße, by the way. Und wir sind wieder voll. Oh, wenn wir doch nur vorher so schlau gewesen wären und... geschafft hätten, erstmal einen Recycler aufzusuchen, bevor wir hier weitermachen. Aber nein. Was seid ihr? Ein Nest. Was? Ich dachte, die Weaver würden die Dinger ausbrüten. The outer layer of each cystoid nest appears to be made of an exceptionally thin layer of the same material that makes up most Typhon. Indeed, the nest appears to be just as fragile as the cystoids themselves, making it less of a protective structure and more like a living mine. It's possible when the Weaver uses these to mark and even defend its territory from any kind of intruder. Uh-oh. Initial scans reveal there are constantly leaking lethal levels of radiation. Nein! Was haben wir eigentlich das letzte Mal gebraucht, um die Radioaktivität wieder loszuwerden? Steer clear unless you want radiation sickness or a swarm of cystoids after you. Chillig. Junge, ich soll die Dinger wirklich alle mal lesen. Poltergeists are not normal part of the Typhon ecology. Instead, they appear to be a result of a rare mutation that occurs in less than 5% of Phantom Genesis cases. The Poltergeist is also the only known Typhon to possess the ability to render themselves invisible. Gott sei Dank! Undetectable even to the psychoscope scanning. The exact mechanism is unknown at this time, as their limited numbers make adequate study difficult. Please note that any enclosure used for poltergeist genesis studies must be subjected to a full purge to avoid overlooked poltergeist specimens.
Weakness, Fire. Immunity, None. Cool. Zumindest scheint die Sister jetzt kein Fan von Feuer zu sein. Das ist ganz angenehm. Oh, opfern wir ein bisschen Pistolenmunition, um da drauf zu ballern. Würde ich eigentlich eher ungern machen. Bist du da unten? Okay. Ja, ich befürchte, das funktioniert so nicht. Die hängen da so. Und direkt Radioaktivität.